So Leute, da bin ich wieder zurück mit ein paar kleinen Infos, die aber auch wichtig sind für jeden Einzelnen, denn es geht einmal um das Update, dann was kam Neues ins Spiel rein und es geht natürlich um den Harley Quinn Skin, den es jetzt überall, in Anführungszeichen, überall zu kaufen geht. Wir gehen darauf jetzt näher ein. Aber vorweg, es gibt eine neue Waffe und zwar der Greiferbogen. Ist in Anführungszeichen genauso wie ein Grappler, nur den findet ihr halt nicht in irgendwelchen Kisten, sondern nur anscheinend bei Lara Croft. Und da wissen wir ja, wo die gute Dame sich versteckt. Warte mal, ich gehe mal kurz auf die Karte, wo ihr die dann findet. Die befindet sich genau hier oben. Also, wenn ihr da landet, seid ihr euch schon mal sicher, ihr seid nicht die Einzigen, die dort landen. Gerade heute. Weil wenn irgendwas neu ins Spiel reinkommt, ist klar, jeder will den Grappler haben, will gucken, wie funktioniert er, hast du nicht gesehen. Aber dort oben werdet ihr den natürlich dann finden. So, dann geht es um die gute alte Harley Quinn. Wie ihr seht, das hier ist von 20. Ne, der Artikel hier ist vom 13.04. Aber wir bekommen ab heute Harley Quinn offiziell. Jetzt ist nur, hier ist eigentlich nur bla 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 bla, weil das habe ich euch schon mal alles gesagt. Aber worum geht es? Nämlich, es geht um Folgendes. Wenn ihr euch dieses Comic hier kauft, warte mal, welches ist es? Das hier. Wenn ihr euch das hier kauft, irgendwo bei euch im Kiosk oder keine Ahnung, es ist verdammt schwer, glaube ich, zu finden zurzeit, weil normal die Bibliotheken, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt offen haben. Oder Comicläden generell, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Guckt einfach mal, wo ihr das Ganze herbekommen könnt. Es ist derzeit nicht einfach, denn auf panini.de selber ist die ganze Sache schon wieder ausverkauft. Ich habe auch spaßeshalber mal im Internet nachgeguckt, der Skin wird jetzt schon für 30 Euro gehandelt. Ne, 35 Euro, Entschuldigung. Ich habe mir den ja dreimal geholt, aber mein Comic ist halt noch nicht da. Was natürlich sehr schade ist, aber ich schätze mal, es kommt dann morgen an. Also ich mache mir da eigentlich gar keinen Stress. Dann natürlich, es steht hier, ist kostenlos. Aber es ist nur kostenlos für Abonnenten von DC Universe Infinite. Ne, wie wird das ausgesprochen? Infinite? Was weiß ich. Aber das Ganze ist natürlich nur in Amerika. Bei uns kann man das Ganze sich kaufen bei Panini selber, wenn man es online kaufen will. Aber da sage ich euch jetzt schon, ist alles ausverkauft. Und das Problem ist, im Kiosk oder sonst was wird es, glaube ich, schwierig, das zu bekommen. Wenn ihr es irgendwo bekommen habt, schreibt es mal bitte rein, wo ihr den bekommen habt. Und ihr seht schon, wird noch enthüllt. Eigentlich sollten doch nur Harley Quinn kommen. Und als letztes, wenn man alle sechs Codes hat, dann bekommt man noch Batman Zero. So war jedenfalls Stand der Dinge jetzt. Aber wenn ich jetzt hier dann gucke, wird noch enthüllt. Dann wird es ja anscheinend immer irgendwas geben, oder? Was denkt ihr? Weil hier steht ja dann veröffentlicht im Itemshop eine Spalte. Bedeutet, hier wird irgendwas rauskommen und dann wird es im Shop erscheinen. Also alle, die jetzt den Skin nicht bekommen, macht euch keine Gedanken. Er wird in den Itemshop kommen und zwar im Juni. Darf nicht vergessen, wir haben jetzt April, gut Mai. Im Prinzip mit der neuen Season wird er wahrscheinlich reinkommen. Oder am Ende der Season. Also auch da ganz entspannt bleiben. Weil das Problem ist halt einfach, jetzt ist es natürlich wieder überall ausverkauft, wird hoch gehandelt. Ihr wisst ja selber, wie das damals war mit der Mighty Pickaxe. Die ist damals, wo gab es die nochmal zu kaufen? Oh Gott, im 10A, ne? Wenn man sich einen Fortnite-Artikel gekauft hat, hat man die Pickaxe bekommen. Genau. So war das Ganze. Aber ich habe diesmal vorgesorgt. Ich habe mir drei Stück gekauft. Mal gucken, was ich damit anstelle. Ob ich teuer für 50 Euro verkaufe oder an euch irgendwie raushaue. Also seid mal da auf jeden Fall gespannt. Mehr gibt es eigentlich jetzt hier nicht groß zu sagen. Also panini.de werdet ihr leider nicht fündig. Ihr müsst halt wirklich bei euch im Umkreis gucken, wo ihr das Ganze findet. Ich habe bei mir schon, also was heißt bei mir, bei eBay Kleinanzeigen schon geguckt. Da war es aber noch gar nicht drin. Also, aber wenn ihr ihn nicht bekommt, wie gesagt, im Juni 2021 ist der Skin für jeden verfügbar, ganz normal im Itemshop. Also ihr braucht euch nicht unbedingt das Comic zu holen, aber das Comic kostet halt 5 Euro und ich schätze mal, der Skin wird 1200, 1500 V-Bucks kosten, ist natürlich teurer und ihr habt natürlich keinen Comic und ihr habt das Ganze später. Ihr wisst ja, wie es ist. Wir wollen ja alles immer am besten gestern schon haben. So, das sollen eigentlich nur die Infos sein, was Harley Quinn betrifft, dann was den Grappler betrifft, beziehungsweise Grapplerbogen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.